Es ist Freitag, der 27.03.2020 und wir wollen mal wieder los. In der Woche war es recht kühl, der Frostschutz hat das Wasser abgelassen, also musste ich ordentlich nachfüllen. Die Sonne scheint heute mit 10 Watt. Das langt nicht ganz, um die Batterie voll zu machen, aber immerhin 2/3. Naja, noch mit der Lichtmaschine, das wird dann schon reichen. 21 Grad haben wir im Camper Arno. Und wir fahren erstmal recyceln. Dank Corona können wir nicht mehr nach Deutschland und uns gehen langsam die Gasflaschen aus. Ute hat im Internet einen Adapter geholt und jetzt haben wir ein bisschen bunte Flaschen. Einmal links das schwarze Schweizer Modell, rechts das grau-beige deutsche Modell. Es ist 19.38 Uhr, 12 Grad immer noch und wir sind auf der staufreien Autobahn. Und wo sind wir? Da sind wir in Bern-Diemtigen. Das ist im Berner Oberland und auch eine sehr schöne Ecke. Jack will auch noch mal vor die Tür. Der ist schon ganz gespannt, wie es da draußen aussieht. Aha, so sieht es hier aus. Dunkel. So, dann machen wir mal Licht. Ja gut, viel mehr sieht man auch nicht. Links von uns ist auf jeden Fall schon mal ein Bach. Für Frischwasser ist also gesorgt. Ansonsten ist es hier ein sehr großer Parkplatz, der nur durch einen einzigen anderen Camper belegt ist. Den ohne haben wir nie gesehen. Also Corona kein Problem. So, in der Dunkelheit genug umgeguckt, dann geht es langsam mal wieder rein. Ach ja, bei mir gab es diesmal im Übrigen keine 5 Minuten Terrine. Ich hatte Käsebrot und Uta den Salat. Na Jungs, kommt ihr auch rein? Jawohl, da sind sie ja schon. Erst Jack, dann Samson und jetzt gibt es noch Leckerlis. Und dann heißt es, gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen. Es ist Samstag, der 28.03.2020. Und so sieht das hier also aus. Nicht schlecht. Bevor es dann losgeht, erstmal ordentlich frühstücken. Und dann geht es erstmal immer schön bergauf. Auch für Camper Arno nicht so ganz einfach, liegt doch ein bisschen Schnee hier noch. Der eigentliche Parkplatz, ja, den konnte man eigentlich vergessen. Das sieht man nachher noch auf den Fotos. Wir haben irgendwo auf halber Strecke nachher geparkt. Das war dann unser improvisierter Parkplatz. War auch nicht schlecht. Und wenn man aus dem Dachfenster guckt, ja, dann hat man diese Aussicht nach oben aus dem Dachfenster. Die Jungs freuen sich noch über den ersten Schnee, den sie heute finden. Davon werden sie aber später noch reichlich haben. An den vielen Eiszapfen sieht man schon, das Wasser ist nicht gerade was für Warmduscher. Aber wer hätte es gedacht, Jack gehört inzwischen auch nicht mehr so sehr zu den Warmduschern. Und Samson? Ja, wo ist Samson eigentlich? Ah, da ist er ja. Er wartet noch aufs Kommando von mir. Hobby. Und die Badesaison ist eröffnet. Und einen einzigen Cash haben wir auch gefunden. Genauer genommen Samson. Corona-Gefahr besteht im Übrigen auch nicht. Das Logbuch ist vor über 2 Monaten das letzte Mal angefasst worden. Jack und Samson posen ein bisschen vor der schönen Landschaft. Und wie gesagt, Schnee gibt es hier reichlich für die beiden. Erstmal noch ein bisschen gemeinsames Posen. Und dann geht's ab zum Toben in den Schnee. Was war denn das? Ein Purzelbaum? Da gucken wir uns noch mal an.
tatsächlich, der Samson hat einen Purzelbaum geschlagen. Nach dem Purzelbaum von Samson geht's jetzt nochmal Bobspringen von Jack. Da wird der Jack doch noch frech und fängt eine Toberei mit Samson an. Und bei dem rennt er damit offene Türen ein. Der lässt sich da gerne drauf ein. Die beiden sind wirklich schnell gute Freunde geworden. Und dann ist es mal wieder Zeit, die Landschaft zu genießen. Fernab von dem Trubel und kaum Menschen hier draußen. Das ist im Übrigen der Parkplatz, zu dem wir hin wollten. Der Schnee liegt hier locker 1,5 Meter hoch. Nein, das Becken ist nicht beheizt, aber Samson meint, ein erfrischendes Bad geht immer. Wir sitzen derweil lieber im Trocknen und machen eine kleine Mittagspause. Seeberg, so heißt das hier oben. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und die kleine Mulde da rechts unten soll eigentlich der Seebergsee sein. Im Winter gar nicht zu unterscheiden vom Rest der Landschaft. Wir lassen es uns trotzdem gut gehen und genießen die Aussicht auf den Seebergsee. Und den coolen Rest der Landschaft hier. Der Seebergsee war unser Wendepunkt und jetzt ging es langsam wieder zurück. Durch eine menschenleere Gegend. Keine Gefahr. Durch Corona. Und immer wieder der Blick auf diese Landschaft. Hobby. Ich denke, das Bild oder Video ist verwackelt, was Uta da gemacht hat. Und dann war da dieses Hindernis, dieser umgekippte Baum auf dem Weg. Jeder hat es auf seine Art überwunden. Und Samson dabei wohl am elegantesten. Ich bin mit den Füßen nochmal rübergeklettert von einem Baumstamm auf den anderen. Ja, und Jack wollte es eigentlich auch so machen. Ich kann da auch unter durch. Ich muss nicht immer genau meinen, wie ich gehe. Und Utas Lösung war die mit am meisten Harz an der Hose, wie sie kurz darauf feststellte. Wieder zurück bei Camper Arno, der keine Beule durch Steinschlag erhalten hat. 8 Kilometer, 4,5 Stunden, das war eine schöne Tour. Und jetzt geht's wieder ganz langsam runter. Ganz langsam, unter anderem auch wegen der Bergabfahrhilfe. Die hört man jetzt ein bisschen brummen.
habe keinen Fuß auf der Kupplung, der Bremse oder den Gaspedal. Das macht alles die Bergabfahrhilfe. Solange es bergab geht. Bergauf muss ich dann wieder selber Gas geben. Und hier sind wir wieder zur Übernachtung an dem Platz, an dem wir auch schon die letzte Nacht standen. Camping und Corona, geht das? Unserer Meinung nach ja. Die Hände können wir uns auch hier waschen und Social Distancing ist hier überhaupt kein Problem. Weniger noch als zu Hause. Man darf sich in der Schweiz noch frei bewegen. Was nicht mehr erlaubt ist, sind Ansammlungen von über 5 Personen. Wir sind nur zu zweit, die Hunde zählen ja nicht. Und beim Campen suchen wir eh die Einsamkeit. Wir haben unsere eigene Toilette, wir haben unseren eigenen Herd. Das Einzige, was wir müssen, ist eben einkaufen, wie jeder andere auch. Nur ist unser Haushalt mobil und wir stehen mal woanders. Und dort, wo wir stehen, ist es wirklich einsamer als bei uns zu Hause. Denn mit Jack und Samson müssen wir eh raus. Und hier treffen wir so gut wie keinen Menschen, was wir zu Hause nicht haben. Als Monteur für Medizintechnik kann ich kein Homeoffice machen. Und hier sammle ich die Kraft und Ruhe, um unter der Woche wieder meinen Job unter 220 anderen Monteuren verrichten zu können. Trubel und Menschen können wir an unseren Wochenenden, so wie wir sie gestalten, aus dem Weg gehen. Bei der Arbeit kann ich das leider nicht. Wenn wir zu Hause vor die Wohnungstür treten, kann es sein, dass wir den Postboten oder eine der anderen 5 Familien im Treppenhaus treffen und dieses ist nur 1,20 Meter breit. Hier haben wir doch viel, viel mehr Platz zum Ausweichen. Und falls jemand in der Nähe ist, machen wir einfach noch nicht die Tür auf, sondern trinken noch einen Tee und warten, bis der weg ist. Zum Abend gibt es den Corona-Klassiker Nudeln. Und bevor es Gute Nacht heißt, geht es mit den Jungs vor die Schiebetür. Und wieder rein, und wieder raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Jack ist ein bisschen verwirrt, weil Samson nicht gleich hinterher kam. So, jetzt geht's aber wieder rein. Erst Samson. Dann Jack. Und jetzt heißt es Gute Nacht. Guten Morgen. Es ist Sonntag, der 29.03.2020. Da steht Camper Arno. Und da, wo das Kind gerade mit dem Fahrrad fährt, da ist der Blausee. Den gucke ich mir nachher nochmal an. Erstmal geht's aber auf den Albert-Schweitzer-Weg. Ja, und da ist der Albert-Schweitzer, so wie man ihn kennt. Hier sind wir bei einer kleinen Kapelle. Von außen ganz schnuckelig. Von innen etwas nüchtern, aber nicht ohne Charme. Hier legt sich Samson mit der Kraft von 2 Flüssen an. Und hier legt sich Jack mit der Kraft von 1 Fluss an. Ups. Wenn das nicht ein bisschen Wasser in der Nase gab und in den Ohren. Und mal wieder ein Geocache gefunden.
Na, dreht der Jack jetzt so ab wie letztens? Na, nein. Wunderbar. Supi. Am Wegesrand entlang des Flusses fielen uns immer kleine, bunte, bemalte Steine auf. Und das einige Wochen vor Ostern. Also damit wird es wohl nichts zu tun haben. Hier hätte ich gerne mal gewusst, was in Samsons Kopf vorgeht. Und am Ende der Runde sind wir beim Blausee. Und hier kann man sehen, warum er Blausee heißt. Obwohl, eigentlich müsste er Türkissee heißen. Dann gab es hier noch die Lesebank. Und die wurde zur Lesebank dadurch, dass daneben ein Lesekästli war. Dann konnte man sich ein Buch rausnehmen und das dann dort lesen oder einfach den Fischen zugucken. Am Ende waren wir etwas über 5 Kilometer und 2,5 Stunden unterwegs. Und dann ging es auch wieder langsam nach Hause. Auf halbem Weg dann noch Grau- und Schwarzwasser entsorgt. Und das war's dann schon wieder. Danke fürs Gucken. Tschüss.